liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sprechstunde des Deutschen Roten Kreuzes Karlsruhe im Rahmen unserer Medizinakademie. Wir haben heute ein sehr aktuelles Thema und wir haben einen hochkompetenten Fachmann für dieses Thema mit Herrn Professor Christoph Fien aus Baden-Baden. Er wird uns Näheres sagen zu einer weit verbreiteten, ich würde fast sagen Volkskrankheit, nämlich Rheuma. Und die Frage vor allem jetzt in den nächsten Minuten, wie therapiere ich das? Cortison ist in aller Munde, hat Nebenwirkungen. Und deswegen die Frage, alter Hut oder weiterhin wichtig, Herr Professor Fien? Ja, es ist so, die Behandlungsmöglichkeiten der rheumatischen Erkrankung haben enorme Fortschritte gemacht. Und es gibt sehr, sehr gute Medikamente und auch sehr gute Therapiestrategien, die wirklich zum Teil das alte Cortison ersetzt haben. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht noch rheumatische Erkrankungen gäbe, wo man es braucht. Aber wir haben in der Rheumologie jetzt uns sehr viel Mühe gegeben, Wege zu finden, dass man so wenig wie möglich Cortison braucht und diese auch möglichst dann wieder absetzt. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Cortison, wenn man es den Menschen mit rheumatischen Erkrankungen gibt, dass sie sich so gut fühlen, dass man fast schon wieder Abhängigkeit kriegt vom Cortison. Und man weiß ja, dass natürlich dann Probleme auftreten. Osteoporose, also Knochenentkalkung und vor allem auch das Risiko für Infektionen. Ja, also dass man ins Krankenhaus kommt wegen einer Lungenentzündung zum Beispiel. Das ist alles unter Cortison häufiger. Und deswegen haben wir auch in den neuen Empfehlungen, die es jetzt gibt für die Behandlung zum Beispiel des Gelenkrheumas, vorgesehen, dass man dann nach 3 Monaten tatsächlich das Cortison, wenn es irgendwie geht, wieder absetzt. Aber ganz verzichten wollen wir noch nicht, weil alle die Medikamente, die wir haben, brauchen alle relativ lange, bis sie wirken. Und Cortison wirkt halt innerhalb von wenigen Tagen. Herr Professor Fien, Sie haben ganz maßgeblich mitgewirkt an den neuen Leitlinien. Können Sie uns da noch ein paar Sätze dazu sagen? Das ist ja offensichtlich jetzt in aller Munde. Ja, also eine ganz wichtige Regel ist, dass die Patienten mit einer rheumatischen Erkrankung innerhalb der ersten Monate, also man wie das Obergrenze eigentlich 3 Monate, wirklich beim Rheumatologen gewesen sein sollten. Ja, das ist da schon die Wirklichkeit nicht immer ganz so perfekt, muss man leider sagen. Dann ist es so, dass man eben am Anfang sehr intensiv nach den Patienten schauen muss, damit man die Erkrankung in einen Zustand bringt, wo die Entzündung komplett verschwindet. Man nennt das Remission. Also wir geben Medikamente, die dazu führen, dass die entzündeten Gelenke nicht mehr entzündet sind, der Patient keine Schmerzen hat und die Laborwerte normal werden. Das ist das Ziel. Und das hört sich so einfach an, ist aber eigentlich in Wirklichkeit nur bei etwa jedem 5. erreicht nach einem halben Jahr. Und dann gibt es eben sehr, sehr viele neue Medikamente, die man einsetzen kann, die wir sehr detailliert beschreiben, wo man eben dem Rheumatologen was in die Hand gibt, damit er weiß, welcher Patient der richtige ist. Frauen leiden häufiger. Unter rheumatischen Beschwerden als Männer. Mir erschließt sich das nicht so richtig. Ja, das sind ja Autoimmunerkrankungen. Das sind also komplexe Vorgänge des Immunsystems, wie diese Erkrankungen entstehen. Und da, Frauen haben ja 2 X-Chromosome und Männer noch dieses Y-Chromosom, vielleicht schon mal gehört. Und das ist eben unterschiedlich. Und da gibt es anscheinend eine genetische Veränderung dazu, zum Beispiel das Gelenkrheuma bei Frauen häufiger zu haben. Es ist aber nicht bei allen Erkrankungen. Es gibt zum Beispiel die Ankylosinus spondylitis, den Morbus Bechterew, der ist häufiger bei Männern. Also es ist eben nicht über einen Kamm zu scheren. Ja, und dann zur Behandlung. Was kann der Patient von sich aus tun? Wärme ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Bei Entzündung ist Wärme nicht gut. Bei Entzündung ist Wärme sogar schlecht. Da wäre Kälte besser. Sehr viele Patienten fragen uns, was kann ich denn tun? Ja, das ist auch eine legitime Frage und ist auch richtig. Und die Medikamente sind sehr entscheidend und andere Maßnahmen können das nicht ersetzen. Aber zum Beispiel gesunde Ernährung ist nicht ganz unwichtig. Ja? Man weiß, dass wenn man sehr viel Fleisch isst, dass das entzündungsfördernd ist. Und wenn Sie weniger Fleisch essen oder wenn Sie Vegetarier werden oder auch Fastenkuren, dann haben Sie weniger Entzündung. Fastenkuren werden allerdings nicht empfohlen, weil Fastenkuren für den Körper sehr starker Stress sind und zum Muskelabbau mitführen können. Ja. Und das möchte man gerade am Anfang bei einem Rheumatiker nicht haben. Später ist das dann vielleicht eher schon mal möglich. Aber Sport in Maßen über den Schmerz hinweg, sinnvoll oder nicht? Sport ist gut und wichtig. Wenn Sie aber ein entzündetes Gelenk haben, würde ich nicht gerade einen Sport machen, der dieses Gelenk speziell belastet. Wobei das Gelenk eigentlich keinen Schaden nimmt, aber der Schmerz nimmt natürlich zu. Also,
Herr Professor Fieden, haben Sie herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gerne, sehr gerne.